Als nächstes bitte erstmal die Hilfe testen. Also entweder F1 drücken oder diesen Hilfe-Button hier oben betätigen. Und dabei sollte sich dieses PDF öffnen, in dem die einzelnen Funktionen nochmal im Detail beschrieben sind. Also falls ihr noch irgendwelche Probleme oder so habt, dann bitte erstmal in dieses in das Manual hier gucken und da sollte eigentlich alles drin beschrieben stehen. Okay, also dieses Öffnen der Hilfefunktion, bitte einmal testen, ob das funktioniert. Okay. Dann als nächstes, ich mache mal kurz das Programm ein bisschen größer. So. Werden jetzt die Synonymfunktion getestet. Und dazu bitte einmal den Satz Hallo Welt. Ich habe die Software erfolgreich gestartet. Eingeben. Und dann mit den Pfeiltasten bitte einmal zurück und einmal vorgehen. Und dann bitte an den Anfang springen mit dem Cursor und die Tab-Taste betätigen. Und jetzt sollte das Wort Hallo markiert werden. Und im linken Bereich müssten jetzt diese Synonyme hier angezeigt werden. Von den Synonymen bitte einfach mal einige auswählen. Dann müsste zum einen durch einen einfachen Mausklick müsste das Ganze selektiert werden und selektiert bleiben. Beziehungsweise sich deselektieren lassen. Und im Editor muss das entsprechende Wort eingefügt werden. Also das sollte auch funktionieren. Und das Ganze dann einmal über Umschreiben, Beispiel testen. Und jetzt über den Neubutton sich einige Beispiele erzeugen lassen. Und jetzt müsste sich dieses Guten Tag bzw. Hi etc. müsste sich ändern in das entsprechende Synonym oder in ein entsprechendes Synonym. Okay, also so sollte das Ganze aussehen. Als nächstes würde ich gerne ein neues Synonym hinzufügen. Dazu in diese Textbox hier unten klicken und das Synonym Hey eintragen und auf Hinzufügen klicken. Und dann wird es zum einen hier oben eingefügt. Also die Synonyme sind alphabetisch sortiert, beziehungsweise sollten alphabetisch sortiert sein. Und es wird zum einen in dieser Liste hier angezeigt und zum anderen wird es automatisch im Text eingefügt. Okay, als nächstes würde ich gerne die Vorlagenfunktion testen, beziehungsweise das Hinzufügen von Vorlagen. Und dazu bitte einmal auf den Button Vorlage hinzufügen klicken. Und an dieser Stelle die STRG-Taste gedrückt halten und einmal Hallo auswählen und einmal Hey. Und auf Vorlagen hinzufügen klicken. Okay. Das Anwenden der Vorlagen testen wir gleich. Jetzt als nächstes bitte erstmal wieder alle Synonyme abwählen und den Punkt am Ende und den kompletten Satz einmal markieren und den Satzeditor öffnen. Also auf diesen Button hier klicken. Und dann müsste sich dieses Fenster öffnen. Und darum bitte den Alternativsatz Hey, die Software ließ sich super starten. Eingeben und hinzufügen. Und dadurch wird das Ganze als Synonym sozusagen vorgemerkt, aber noch nicht im Artikel eingefügt. Und diesen Synonymsatz zu übernehmen, das Ganze einmal mit Übernehmen bestätigen. Okay. Dadurch ist jetzt der Satz hier eingefügt worden. Als nächstes bitte einmal an den Anfang springen, und zwar vor die öffnende Klammer und die Pfeiltaste oder die Tab-Taste drücken und damit diesen gesamten Bereich markieren und den Satzeditor wieder öffnen. Und jetzt müsste unten der synonyme Satz automatisch ausgewählt werden. Also er müsste halt in dieser Box hier angezeigt werden.
Dann bitte einmal anklicken. Dadurch wird er in diese Textbox hier unten geladen und kann bearbeitet werden. Wir fügen jetzt hier mal ein Ausrufezeichen hinzu und aktualisieren den Satz. So, dann soll der auch hier in dieser Box geupdatet werden. Die Änderung übernehme ich jetzt aber nicht, sondern beende mit Schließen. Und dadurch sollten sich keine Änderungen im Text ergeben. Sprich, es darf jetzt hier kein Ausrufezeichen bei euch erscheinen. So, als nächstes würde ich gerne die Vorlagenfunktion testen. Und dazu, ich mache das mal größer, die Schrift mal größer, dazu STRG drücken und das Mausrad drehen. Die Schrift ein bisschen größer. Markiere das Ganze und wähle Vorlagen, Vorlagen anwenden aus. Und wir hatten ja eben eine Vorlage für Hallo und Hey hinzugefügt. Und deswegen werden auch, also werden halt die entsprechenden Vorlagen dafür automatisch im Text jetzt ersetzt. Also, so sollte das dann bei euch auch aussehen. Als nächstes bitte das Wort Software markieren. Und Synonyme auswählen, zum Beispiel die Applikation und die Anwendung. Und einmal auf Alle ersetzen klicken. Und dadurch wird auch dieses zweite Vorkommen von Software ersetzt, beziehungsweise sollte ersetzt werden. Okay, als nächstes dann bitte einmal auf Wörterbuch und Organisieren klicken. Und damit öffnet sich dieser Wörterbuchmanager. Und in dem Filter hier oben das Wort Hallo eingeben. Und dann wird das entsprechende Wort angezeigt. Und jetzt würde ich gerne hier ein paar Sachen ausprobieren. Und zwar zum einen bitte hier hinten, also das ist aufgeteilt in Originalwort, Bedeutung des Wortes, sprich das, was hier oben in dieser Box drin steht, und die Synonyme, die in dieser Box stehen. Okay, jetzt wähle ich das Synonym Hey aus, das ich eben hinzugefügt habe, und ändere das mal in Hallöchen und bestätige mit Synonym aktualisieren. Und jetzt sollte sich das Hey in das Hallöchen verändert haben. Dann das Synonym Hi auswählen und löschen. Das der Hi hier verschwinden. Dann mal dieses Hallo-Tri auswählen und dieses, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Jedenfalls dieses Synonym hier oder diese Bedeutung selektieren und hinten einfach mal ein großes A dranfügen und aktualisieren. Müsste das auch hier drin erscheinen. Und die obere Bedeutung Frauenjäger bitte einmal komplett löschen. So. Okay. Und dann bitte einmal Halloween auswählen und Halloween, das Original Halloween einmal komplett löschen. So, und dann den Manager schließen. Und jetzt wollen wir gucken, ob sich die Änderungen auch wirklich ausgewirkt haben. Also, als erstes einmal Halloween eingeben und das Ganze markieren. Und es werden keine Synonyme dazu angezeigt, also sprich, das Löschen hat wahrscheinlich funktioniert. Als nächstes gebe ich Hallo-Tri ein. Und markiere das Wort. Und okay, man kann sehen, dass sich dieses große A, das wir hinzugefügt haben, auch hier darstellt. Und dass die Bedeutung Frauenjäger entfernt worden ist und dementsprechend auch hier nicht auftaucht. Also das müsste dann auch funktionieren. So, und jetzt noch einmal Hallo eingeben, markieren. Hey steht nicht mehr drin, dafür steht Hallöchen drin. Das wurde ja geupdatet und das Synonym Hi wurde komplett entfernt und taucht dementsprechend auch nicht mehr auf. Also, so sollte das bei euch auch aussehen. Als nächstes würde ich dann gerne den Vorlagenmanager testen und dazu einmal auf Vorlagen klicken und organisieren. Und hier oben diese Checkbox Alle zeigen, wenn Filter leer ist, anwählen. Ich werde eben alle Vorlagen angezeigt. Sind die beiden, die wir vorhin hinzugefügt haben. Und hier drin. Jetzt bitte auch einmal das Hey auswählen und in. Mal ändern wir es wieder in Hallöchen.
Hallöchen ändern und aktualisieren. Und dann nehmen wir mal guten Tag und löschen das komplett aus der Vorlage raus. Und dann nehmen wir noch die Vorlage Hey und löschen die auch komplett. So. Okay, schließen. Und jetzt zur Kontrolle nochmal einen weiteren Satz hinzufügen. Hallo, Komma, ein weiterer Satz, Komma, hey. Ausrufezeichen. So, diesen Satz markieren und wieder die Vorlagen anwenden. Und genau, jetzt müssen wir sehen, dass das Hey nicht ersetzt worden ist, weil wir die Vorlage gerade gelöscht haben. Und in der Vorlage von Hallo müsste jetzt auch, dürfte das Hey nicht mehr auftauchen, was ja auch der Fall ist, sondern es würde durch Hallöchen ersetzt. Und wie man sehen kann, ist auch das Guten Tag verschwunden, was wir aus der Vorlage rausgelöscht haben. Also das ist das Ergebnis, was dabei rauskommen sollte.